Ein Teil vom großen Team Supertexture sitzt hier. Leute aus Kaufbeuren, die in Tansania waren, in Nepal mit uns waren. Und unsere Münchner Fraktion ist auch mit dabei. Ein bisschen gemein, dass wir so spät dran sind, wenn die Kühlschränke so voll Bier sind. Ich hoffe, ich benehme mich. Ich bin Till. Ich fange mal mit mir selber an. Ich bin Till. Ich habe Architektur in Berlin studiert und mein großer Wunsch war, möglichst sozial und möglichst ökologisch die Architektur zu betreiben, die ich erlernt habe und möglichst sozial und ökologisch damit umzugehen. Und ich hatte das große Glück, gleich nach meinem Studium diesen Typen kennenzulernen. Kennt ihn jemand von euch? Also der ist für mich der größte humanitäre Streiter, den es in Deutschland jemals gegeben hat. Das ist Rupert Neudeck. Jetzt jemand? Rupert Neudeck? Rupert Neudeck hat, jetzt probiere ich das gleich mal aus. Rupert Neudeck war Journalist und hat zum Ende des Vietnamkriegs im Fernsehen gesprochen und an einem Abend 10 Millionen D-Mark eingenommen, um sich dieses Schiff zu kaufen, die Kap Anamur. Und so hat er auch die Organisation genannt, die letzten Endes viele Zehntausende Leute aus dem südchinesischen Meer gerettet hat. Und er hat es dann auch geschafft, ich glaube, 11.000 Leute ungefähr in Deutschland einzubürgern von diesen Vietnamesen, die heute, also diese Flüchtlingsvietnamesen, die sind heute wohlhabender als der Durchschnittsdeutsche, was ein großes sinnbildlich ist für die Integrationsarbeit, kann man sich heute in den Flüchtlingskrisen gar nicht mehr so vorstellen. Und dann hat er nach 9/11, da gab es seine Organisation dann schon viele Jahre, die Organisation Kap Anamur heißt im Untertitel Komitee deutscher Notärzte. Und er hat dann einen Bauorden gegründet, wo wir Architekten gut reinpassen, um vor allem im christlich-muslimischen Völkerverständigungskontext zu arbeiten. Und da habe ich angeheuert, direkt nach meinem Architekturdiplom in Berlin und bin in alle Katastrophen- und Krisengebiete der Welt gekommen und habe da Architektur gemacht, mehr oder weniger. Das ist hier gerade im Kongo. Das war eins meiner allerersten Projekte. Das ist die Rue Nationale Numéro 2, also die zweitgrößte Straße im ganz Kongo. Die sieht so aus. Also die Infrastruktur und die Zustände, die sind so lala. Und da haben wir eben Häuser gebaut. Und ich war dann auch in Somalia, in Ruanda, in Syrien und habe viel gesehen. Nach 6 Jahren, also ich habe als Volontär dort angefangen in dieser Organisation und bin dann Geschäftsführer geworden. Und irgendwann hat mir aber dieses Schuhkartonbauen, dieses quadratisch, pragmatisch, praktisch gut, irgendwie nicht mehr so zugesagt. Und ich habe mich nach anderen Aufgaben gesehnt und hatte dann das große Glück mit Francis Queret, den kennt ihr alle, oder? Francis Queret, einer der erfolgreichsten afrikanischen Architekten, hat hier in München eine Professur und auch in Harvard. Und der hat mit Christoph Schlingensief den Traum erarbeitet, in Burkina Faso in der Wüste eine Oper zu bauen. Und die Oper als Vehikel für soziale Projekte. Und ich hatte das große Glück, eins dieser sozialen Projekte mit ihm bauen zu dürfen. Und zwar, also hier sind so ein paar Schulen und ein Kindergarten. Und hier ganz unten, dieser Schniepsel, das ist das Gebäude, an dem ich mitbauen durfte. Eine Krankenstation. Da sieht man mich auch auf der Baustelle. Das war unsere Baustelle. Und da kam, also ich habe schon 6 Jahre in Afrika gearbeitet, immer unter den widrigsten Umständen und nie hat sich irgendjemand dafür interessiert. Und dann kam zur Grundsteinlegung, also ich stand gerade in so einem Fundamentgraben und habe da geschippt, kam Horst Köhler, Bundespräsident AD, und hat das eingeweiht. Und da dachte ich, wow, was Architektur, also so ein bisschen Strahlkraft bewirken kann.
Und das Wichtigste für mich in dieser Arbeit ist, dass es überhaupt möglich ist. Also, dass wir überhaupt die Kohle und die Reputation haben und das Vertrauen von Menschen, diese spendenbasierte Arbeit überhaupt durchführen zu können. Und da habe ich gesehen, wow, das geht, wenn man ein bisschen mehr Raumqualität, Nachhaltigkeit also anwendet. Und dann hatte ich ein zweites großes Coming-out. Und zwar habe ich in Ruanda, in dem laut Wikipedia schlimmsten Gefängnis der Welt, nach dem Völkermord einen Kindergarten bauen dürfen. Der ist sehr schön geworden. Und dann kamen verschiedene Gefangene, die als Völkermörder da lebenslänglich drin verbringen müssen in dem Gefängnis, kamen auf mich zu und haben gesagt, kannst du uns nicht auch noch einen Gebetsraum bauen? Und da habe ich gesagt, ja, das ist schwierig. Und was habt ihr denn überhaupt für eine Konfession? Und der eine meinte, er ist katholisch, der andere evangelisch, dann Adventist, Pfingstkirchler und ein Moslem. Und dann meinte ich, ja, also selbst wenn wir das machen würden, ich kann ja nicht 5 Kirchengebäude euch bauen und unsere Organisation. Und da haben die gesagt, nee, ein Raum reicht uns. Und dann haben wir uns angeguckt und ich wollte wissen, ob ich sie richtig verstanden habe. Und tatsächlich war es dann so, das war ihnen egal. Sie brauchen einfach nur einen Raum, in dem sie alle zusammen beten können. Genau, und so kam es dazu, dass ich als Architekt in Anführungsstrichen die erste Kirchenmoschee der Welt bauen durfte. Ihr wisst wahrscheinlich, dass in Berlin auch ein Mehrreligionenhaus gebaut wird. Das ist aber so, dass die verschiedenen Religionen da nebeneinander beten und Gottesdienst feiern. Und hier gibt es wirklich durch die Architektur, die das möglich machen muss, einen Raum, in dem die alle zusammen beten. Und das hat mich irgendwie so beeindruckt, dass ich gesagt habe, ich möchte mehr von diesen Projekten und mehr an die Geschichte der Menschen und mehr Architektur machen und Projekte mit mehr Strahlkraft. Und dann habe ich Supertecture gegründet, eine Organisation junger Architekten und Architektinnen. Gegründet wurde das tatsächlich hier in München, da erzähle ich euch nachher noch einen Schwenk dazu. Und wir sind mittlerweile beheimatet im Allgäu, das heißt, die meisten Leute kommen aus diesem Umfeld, aus Bayern, mittlerweile aber aus der ganzen Republik. Und jeder Architekt, wir nennen uns immer junge Architekten, aber jeder Architekt unter euch ist eingeladen, bei uns anzuheuern und bei uns mitzumachen. Es sind allermeistens noch Studierende und teilweise auch Absolventen. Es gibt aber auch ältere Kaliber, ältere Semester, die bei uns anheuern. Genau. Und die gehen alle für 6 Monate raus mit uns in 2 Projekte, von denen ich euch heute erzähle, und kriegen die unfassbare Verantwortung, ihr eigenes Haus zu bauen. Also das ist die DNA von Supertecture. Wir zerlegen größere, komplexe Gebäude wie diese Schulerweiterung, zu der wir in Nepal eingeladen worden sind, in ihre kleinsten Bestandteile, also ihre Räume. Und jeder von euch, der bei uns anheuert, darf seinen eigenen Raum bauen. Und das ist die Antriebsfeder sozusagen von Supertecture, weil die jungen Architekten sonst ja gar nicht in die Situation kommen, ihre eigene Architektur zu machen. Und bei uns dürfen sie das, müssen es aber selber konzipieren, selber entwerfen, selber an Materialien forschen und es dann auch selber umbauen. Dazu brauchen Sie 6 Monate, in denen kriegen Sie bei uns weder Gehalt noch irgendeinen Credit, wenn Sie noch Studierende sind. Und die Lebensbedingungen vor Ort, die sind natürlich sehr einfach, aber zureichend. Es gibt lecker Reis mit Linsen in Nepal, jeden Tag 2-mal. Und in Tansania gibt es den schönen Maniokbrei jeden Tag. Also ziemlich lecker. Genau, und das ist der Ort, an dem wir diese Schule in Nepal gebaut haben. Hier sieht man sie schon fertig. Relativ unweit von Kathmandu. Da hinten ist das große Kathmandu-Tal dahinter. Also man braucht je nach Verkehrslage 2 Stunden, um dorthin zu fahren. Und hier auf der anderen Seite guckt dieses ganze Dorf auf 180 Grad herrlichstes Himalaya-Panorama. Und da sind wir eben eingeladen, die Schule zu bauen. Und ihr wisst wahrscheinlich alle, wo topografisch Nepal aufhört, nämlich bei den berühmten 8.850 Metern ungefähr. Aber die wenigsten von euch wissen wahrscheinlich, dass es bei 0 Metern mal anfängt. Und das heißt, dieses Land hat alle Topografien der Welt, die man sich vorstellen kann. Demnach viel Vegetation und demnach unendlich viel... Dankeschön.
Sorry, ich habe die Rhabarbersaftschorle nicht gesehen. Ups. Und das führt dazu, dass es unfassbar viele Baumaterialien gibt. Dann gab es 2015 das riesige Erdbeben. Ganz viele Häuser sind kaputt gegangen. Eine Million Häuser zerstört und 8000 Schulen. Deswegen gab es auch diesen großen Bedarf, Schulraum zu schaffen. Und für uns unvorstellbar schwierig, sich auf ein einziges Material zu entscheiden, zu einem einzigen Material. Und deswegen haben wir eben das Gebäude zerschnitten und 4 verschiedene Klassenräume gebaut. Das hier ist ein Haus, entstanden aus 700 recycelten Fenstern, die wir aus Müllhalden gerettet haben und aus Schreinereien, die sich vorgenommen haben, diese Fenster zu sammeln, alle wiederhergestellt, instand gesetzt, neue Gläser rein, neue Leisten rein und dann die Tragstruktur berechnet, dass sie erdbebensicher ist. Und da die ganze Schule ein bisschen abfällt von der topografisch, ist das letzte Haus in der Reihe zweistöckig. Oben drin ist ein Multifunktionsraum, Multifunktionsklassenraum, den alle Klassen benutzen können, und unten ist eine Bücherei drin. Und ganz unten drin in diesem Raum ist eine kleine Rutsche, und die ist ganz Pipifax-mäßig gebaut, nämlich einfach nur ein Schalbrett, so ein bisschen einfach einbetoniert. Und wir haben uns vorgenommen, dass die Kinder, die teilweise einen stundenlangen Schulweg haben, um dort in die Schule zu kommen, da anfangen können, nach Hause zu rutschen. Also wenn auch nur 2 Meterchen für den Anfang. Und es kam eine Stiftung zur großen Eröffnung dieser Schule und hat das mitgefeiert. Und die war so begeistert von diesem Schalbrett, was wir da reingezimmert haben. Und die haben gesagt, die haben sich gefragt, was ist denn das? Ja, das ist eben die Rutsche, und wir können uns vorstellen, die auch noch länger zu bauen. Weil 200 Meter weiter unten in dem Tal ist so ein Schotterweg, das ist so der Hauptweg in dem Dorf. Und wir könnten das 200 Meter weiter bauen und gegebenenfalls sogar noch mal 800 Meter weiter bis ganz unten ins Tal, also 1 Kilometer. Und dieser potente Stifter, der hat sich so lala für unsere tolle Architektur interessiert, fand aber die Rutsche so spektakulär und diese Story, dass er sein Scheckbuch gezückt hat, 5.000 Euro draufgeschrieben hat und gesagt, bitte weiterbauen. Er will das sehen, dass die Kinder da irgendwann mal ganz nach Hause rutschen können. Und dann haben wir angefangen, diese Rutsche zu planen. Und mittlerweile kommen Leute auf uns zu, die uns Geld spenden, damit wir diese Rutsche weiterbauen. Wir hatten auch gerade unsere erste Ausstellung, und die Eintrittsgelder durften wir behalten, und alles fließt in diese Rutsche. Und ja, wir hoffen, dass ihr bald vorbeikommt mal in Nepal, und dann könnt ihr alle mit uns da diese Rutsche runterrutschen. Und das ist schon mal ein Aspekt, weil Michael, du hast ja gerade erzählt, dass wir versuchen, Weltbilder zu verlernen, nicht nur in der Architektur neu anzufangen, sondern auch in der Entwicklungszusammenarbeit. Und die Entwicklungszusammenarbeit ist ja eigentlich ein bisschen trocken. Und wir versuchen eben mit ein bisschen Spaß und ein bisschen andersdenkend neue Projekte zu verstehen und umzusetzen. Und ich glaube, dass es für eine Schule extrem zuträglich ist, wenn die Kinder nach Hause rutschen können. Und in dem Land mit dem größten Berg der Welt, wo jeder mal hin muss, weil er das Dach der Welt gesehen haben muss, da ist es vielleicht auch nachvollziehbar, dass die Leute die längste Rutsche des Landes mal gesehen haben wollen. Und wir gründen gerade eine Genossenschaft in einem anderen Projekt. Und wenn man sich vorstellt, die bauen da einen Teeladen sich unten hin ans Ende der Rutsche und verkaufen euch dann, wenn ihr rutschen kommt, überteuerten Tee, dann bringt vielleicht die Rutsche viel mehr Entwicklung als tatsächlich so ein Schulraum. Und wenn ich am Schluss des Vortrages euch fragen würde, 2 Spardosen hier hinstelle und sage, wo würdet ihr 1 Euro reinstecken, in ein Bildungsgebäude oder in die Rutsche, da bin ich mir ziemlich sicher, dass einige von euch da lieber in die Rutsche investieren würden. Genau, das ist da in diesem Raum, dieser Multifunktionsraum. Ein zweites Gebäude aus Naturstein, das ist eigentlich das traditionelle Baumaterial vor Ort. Im Erdbeben sind einigen Menschen Steine auf den Kopf gefallen, deswegen nicht mehr en vogue dieses Material, liegt aber überall rum. Und wir haben mit 2 verschiedenen Statikern dieses Haus dann sehr, sehr erdbebensicher hinbekommen und umgesetzt. Und das Schöne an dem Haus sind die runden Fenster. Und für den Verein, für den ich so lange gearbeitet habe, die Grünhelme von Rupert Neudeck, die haben eine Philosophie, die schicken nur Handwerker raus,
manchmal auch Ingenieure und Architekten, die viel Berufserfahrung mitbringen, damit sie auf jeden Fall den Leuten beibringen können, wie man richtig zum Beispiel steinmetztechnisch Natursteinbögen baut oder runde Fenster. Und wir haben einen ganz anderen Ansatz. Wir sind alle, verstehen uns alle als Nichtskönner. Und die Leute vor Ort wissen auch nicht, wie man diesen Natursteinbogen baut. Und dann beginnt immer in diesen Projekten erstmal eine große Research- und Erkundungsphase. Und ihr wollt nicht sehen, wie die 10 ersten Prototypfenster ausgesehen haben, die wir zusammen gemauert haben. Aber damit hat man natürlich auch keine irgendwie großen Hierarchien, sondern wir fangen alle in diesem Dorf von Null an. Dann noch so ein schönes Angebernetz reingehängt, damit die Schüler da ihren Lehrern auf den Kopf gucken können. Deswegen ist es auch sehr beliebt bei den Schülern und Schülerinnen. Dann haben wir ein Stampflehmhaus gebaut. Das ist der Boden aus dem Aushub dieser Schule und dieser Fundamente, die relativ üppig sind, weil erdbebensicher. Auch da konnten wir uns wieder nicht entscheiden, welchen Stampflehm wir überhaupt bauen, weil der kann unterschiedlich armiert werden. Und dann haben wir einfach verschiedene Layer gebaut. Einen Kiefernadeln armiert, einen Stroh armiert, einen Kuhdung armiert. Und jeder Besucher und jeder kleine Nutzer kann sich selber aussuchen, welche er gut findet, welches Material und nicht oder nicht. Ein Bambusdachstuhl mit den Menschen vor Ort entwickelt und ein Strohdach. Was man sich normalerweise auch in der Entwicklungszusammenarbeit nicht erlauben kann, weil man aufgefordert wird, zum Beispiel wenn man beim BMZ Gelder beantragt, beim Entwicklungsministerium, dass man eigentlich nur kurz interveniert in so einem Kontext und irgendwas ganz schnell entwickelt. Was wir ablehnen und wir sagen, wir bleiben ganz, ganz lange da. Wir bleiben so lange da, dass wir auch Strohdächer bauen können, von denen man weiß, dass man sie in zwei Jahren wieder neu decken muss, was wir mittlerweile auch schon gemacht haben. Genau, und meine Lieblingsgeschichte in dem ganzen, in diesen 4 Häusern ist die von der Ziegelschule. Und da steckt auch wieder ein Weltbild drin, mit dem wir brechen. Und zwar musst du, ihr Architekten, ihr werdet mir zustimmen, den Bauherrn fragen oder die Nutzer, was wollen die eigentlich? Und in der Entwicklungszusammenarbeit musst du auf den Local hören, was will der eigentlich und was kann der eigentlich und was hat der eigentlich für Möglichkeiten für so ein Haus zu warten etc. Und den haben wir gefragt, wir sind gerade durch Kathmandu gekommen, überall diese Erdbebenschäden, wie gesagt 1 Million zerstörte Häuser, heute Weltkulturerbe für Ziegelarchitektur und Holzschnitzerei Kathmandu. Meinst du, lieber Schuldirektor, es wäre möglich, dass die Omas und Opas uns jeweils 2, 3 Ziegel schenken, damit wir die für das Gebäude benutzen könnten und dann könnten wir das ganze Haus aus gespendeten Ziegeln vor Ort bauen, also aus Solidarität, aus 100%iger Solidarität. Und der Schuldirektor hat den Kopf geschüttelt und meinte, das geht nicht, das sei zu viel verlangt, ihr seid zwar charismatisch coole Typen, aber niemand wird euch Ziegel schenken. Und wir haben uns für das Gespräch bedankt, sind hinter das Haus gegangen, haben den LKW-Freund unseres Vertrauens gefragt, ob wir sein Auto ausleihen können, sind nach Kathmandu gefahren und kamen abends wieder mit einer Wagenladung voll Ziegelsteinen. Und das haben wir dann 10-mal gemacht und haben 15.000 Ziegel geschenkt bekommen. Und in dieser Quantität, also immer 2, 3 Ziegel von irgendwelchen Leuten. Und da sind so irre Geschichten entstanden, also zum Beispiel Omas, die uns hinterherlaufen und sagen, sie möchten uns doch auch noch ein Ziegel auf den Truck legen oder einen Opa, der stand in den zwischen den Ruinen seiner Nachbarn, die uns fleißig Ziegel aufgeladen haben und der meinte, es täte ihm sehr leid, aber leider sei sein Haus gar nicht kaputt gegangen. Also hat er gar keine Ziegel. Und dann hat der 500 Rupi, also 2,50 Euro, aus der Tasche gezogen und gesagt, dann kauft euch welche. Also ganz, ganz, ganz viele solche Geschichten erlebt. Und insgesamt haben wir dann mit den Leuten vor Ort, den Maurern, die alle keine Maurerlehre haben, aber so heißen, dann diese 50 verschiedenen Verbände gebaut und vielleicht kennt der eine oder andere von euch den Wienerberger Ziegel Award, ich glaube der größte Ziegelpreis, den Architekten gewinnen können. Und das ist nominiert worden, dieses Haus, und stand unter den sagenhaftesten, größten Ziegelgebäuden, als eben Pipifax Satteldachhaus, nur wegen dieser schönen Geschichte. Genau. Und da ist der Elek, der hat maßgeblich diese Ziegel eingesammelt und dieses Haus geplant. Genau. Dann ist es so, dass wir...
danke. Dann ist es so, dass wir durch diese Erfahrungen gemerkt haben, und die Schule hat so viele Besucher, dass heute, gerade heute hat mich eine in unserem Team, wir haben gerade 7 junge Architektinnen dort in dem Ort, die meinte, die Besucher rennen dem Ort die Bude ein, weil sich jeder für diese Architekturen interessiert. Dieses Fensterhaus ist, glaube ich, das meist fotografierteste Haus der ganzen Region. Die alle haben in ihrem Social Media das im Hintergrund, in ihrem Profilbild. Und wir verstehen diese gesamte Architektur, dieses gesamte Dorf, in dem wir arbeiten, als Baudorf. Und wir wollen den Leuten Inspirationen geben, wie man nachhaltig und kostengünstig bauen kann, ohne den Anspruch zu haben, irgendwie Prototyp-Architektur zu bauen, die so kopiert werden muss. Und damit wir das Open Source an die Bevölkerung bringen, schreiben wir zu jedem einzelnen Haus ein Buch. Das hier ist eins von den bereits ISBN-isierten Büchern, aber wie ihr seht, wir haben für euch auch andere mitgebracht, an denen wir gerade bauen. Die könnt ihr nachher euch alle durchblättern. Fantastische Bilder, viel mehr, als ich jetzt hier zeigen kann. Und genau, und so den Menschen, die jetzt nicht unmittelbar von dem Haus profitieren, wie der Schüler oder wenn wir mal eine Speisekammer bauen, was auch schon passiert ist, dass trotzdem die ganze Region irgendwie was davon hat und sich angucken kann, wie man noch eben bauen kann. Und zweitens verkaufen wir diese Bücher. Wir haben auch ein paar dabei, das wäre das nicht ein fantastisches Weihnachtsgeschenk? Und dieser Verkauf von einer Mini-Architektur, die, anders als ich es eben gelernt habe, quadratisch praktisch gut, aufgeladen ist mit Forschung, mit Erkenntnissen, mit Erlebnissen, und jedes ist ja auch, wie in dem Fall, eine soziale Plastik, da sind ja wahnsinnig viele Leute dran beteiligt gewesen. Angenommen, das interessiert euch so doll, dass ihr dieses Büchlein davon euch kauft oder euren Freunden zu Weihnachten, und wir so viele Bücher verkaufen, dass wir davon einen neuen Klassenraum bauen können, dann wäre das die Antithese zu dem quadratisch praktisch gut, sondern je besser und je überlegter und je ausgereifter du Architektur machst, desto einfacher kannst du im globalen Süden jedenfalls ein Folgeprojekt realisieren. Und darum geht es uns, weil wir haben noch viel vor in den Orten, in denen wir sind. Und in die gleiche Kerbe fällt eigentlich für mich dieser Vortrag, weil, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie meine Gage aussieht. Darf ich das sagen? Gage? Also wir kriegen unfassbar viel Kohle, um für euch diesen Vortrag zu halten. Ich sag's einfach, oder? Wir kriegen 1.500 Euro für diesen Vortrag. Stimmt das? Nicht unbedingt für den Vortrag, den auch, aber natürlich fürs Projekt als Unterstützung. Ja. Und letzten Endes, also vielen Dank, und natürlich fließt das in unser Projekt und kann fast einen neuen Klassenraum ermöglichen, diese Kohle. Und letzten Endes ist das Gleiche wie mit diesen Büchern, dass die Qualität, die ihr Veranstalter euch versprecht, dass wir die in so einem Vortrag rüberbringen, dass die eben dazu führt, dass wir diese Arbeit überhaupt machen können. Ja, und genau, und das ist ein großer Ansporn für uns, sehr, sehr überlegt und noch intensiver und noch qualitativer diese Architektur zu betreiben. Genau, und jetzt ist es so, ein weiteres Weltbild ist das, Supertecture ist in München gegründet worden, habe ich ja vorher gesagt, und ich habe auch gesagt, dass ich dazu noch was sage, und zwar mit dem Wunsch, nicht nur die klassische Entwicklungsarchitektur anzubieten, also Schule, Krankenstation, Kindergarten, die unmittelbare Hilfe, sondern wir haben von Anfang an vorgehabt, eine Cash-Cow, ein Unternehmen den Leuten zu schenken. In Nepal eignet sich dafür wunderbar ein Hotel. Denn also in dem Gebiet, also Nepal hat 1 Million internationale Touristen jedes Jahr. Vor dem Erdbeben waren es die Hälfte, das ist in den letzten Jahren extrem gewachsen. Das Dorf, in dem wir tätig sind, es kann sich gar kein Hotel leisten.
indem sie irgendwie Zugang haben zu dieser Devise, die der Tourismus ins Land spült. Und wir haben gesagt, durch unsere Power, die wir in solche Projekte bringen, können wir einer ganzen Gemeinde, in dem Fall 1000 Einwohner in den 5 Dörfern, in denen wir da arbeiten, die gerade eine Genossenschaft gründen für ein Hotel, können wir eben durch ein Hotel oder durch Fremdenverkehr den Menschen ein Unternehmen schaffen, mit dem sie dann selber wirtschaften können und sich selber ihre Träume erfüllen können. Jetzt ist es aber so, dass das Finanzamt, wir sind eine gemeinnützige Firma, wir sind kein Verein, das Finanzamt prüft die Satzung, damit, wenn ihr jetzt zu Weihnachten uns spenden wollt, damit ihr auch eine Spendenquittung bekommen könnt. Und dafür prüft das Finanzamt, wofür wir die Kohle ausgeben. Und wir haben gesagt, wir möchten Hotels bauen. Und da hat das Finanzamt uns einen Vogel gezeigt und gesagt, das geht nicht. Die Hilfe muss unmittelbar sein. Ihr müsst Schulen bauen. Und wir haben geantwortet, sagt man nicht, man soll lieber die Angel schenken als den Fisch. Also Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Und dann gab es bei dem Finanzamt München, ich hoffe, da ist keiner hier von euch, ein Jahr lang Schriftwechsel, um das hinzukriegen, mit dem Resultat, dass wir wahrscheinlich die einzige Organisation in Deutschland sind, die in der Entwicklungszusammenarbeit Hotels bauen darf. Also eigentlich, eigentlich normal und einfach zu verstehen, aber es gibt eben ein großes Dogma in dieser Arbeit, dass man sowas nicht macht. Und dieses Dogma, das geht so weit, dass selbst in Nepal die Leute, die uns ja jetzt schon gut kannten, weil wir denen so eine schöne Schule gebaut haben, dass selbst die uns angeguckt haben wie ein Auto und gesagt haben, also ein Hotel hat noch niemand verschenkt. Wo ist der Haken? Seid ihr fiese Investoren oder was? Und irgendwie haben wir dann nach vielen Gesprächen es hinbekommen, dass sie uns glauben, dass wir ihnen ein Hotel ermöglichen wollen. Und dann haben sie gesagt, ja gut, und welches Land schenkt ihr uns dafür? Und wir haben gesagt, also sorry, das ist ja euer Hotel, ihr müsst ja das Land euch irgendwie organisieren. Und dann saßen die in so einer Runde wie ihr jetzt und haben mich angeguckt und meinten, wer von uns, denkst du, ist der Dumme, der allen anderen, also der ganzen Genossenschaft sein Eigentum schenkt? Das wird niemand machen, sprach Sukuman, der Dorfälteste. Und ich war total geknickt und wir hatten schon lange darüber geredet und stand kurz vor meiner Abreise in dieser Reise in Nepal. Und am nächsten Morgen, bevor ich zum Flieger aufgebrochen bin, hat er gesagt, ich mach's. Ich schenke euch ein Land. Und er hat uns nicht nur irgendein Land zur Verfügung gestellt oder seinen Nachbarn sozusagen, sondern das Allerschönste. Also da oben, das ist tatsächlich so ungefähr der Grundriss abgebildet, wo es jetzt steht. Und darüber gibt es nur noch Naturschutzwald und darunter eben dieses 1000 Meter tiefe Tal mit dieser wunderbaren Aussicht. Genau, und dann haben wir angefangen, nach unserem Roomhouse-Prinzip einen Gebäudekomplex aufzuteilen in verschiedene kleine Räume mit unterschiedlichen Architekturen. Nur leider haben wir so ein erfolgreiches erstes Projekt gehabt und dann wird man ein bisschen übermütig und denkt, man kann alles und deswegen ist es viel, viel komplexer, was wir ein bisschen bereut haben, aber es wird wunderschön. Ich hoffe, viele von euch kommen da zu Besuch. Es wird sehr teuer, aber es lohnt sich. Und es gibt eine lange Rutsche. Genau. Und dann haben wir Leute gesucht und rekrutiert, die dann eben diese einzelnen Architekturen realisieren. Das ist so ein Stand, nicht ganz aktuell, aber so muss man sich es ungefähr vorstellen und den Wald dahinter. Und das ist die Leni aus München, die hat sich zum Beispiel das Thema Plastik überlegt. Nepal, anders wie Tansania, ist total schmuddelig. Die von euch, die sicher schon mal, da wird jemand dabei sein, der schon mal in Nepal war, überall liegt Plastik. In der schönsten Natur, der schönsten Landschaft, die ihr euch vorstellen könnt, liegt halt dieser ganze Müll rum, bis auf in unserem Dorf. Also wir haben, glaube ich, das sauberste Dorf in ganz Nepal, weil alle der Leni in ihre Körbe, die sie überall aufgehängt hat in dem Dorf, das Plastik reinstecken, damit sie es einschmilzt. Leni hat nämlich eine Bratpfanne entwickelt, die wird übers Feuer gestellt und dann kann man Plastik einschmelzen zu diesen wunderbaren Schindeln und aus denen baut sie gerade dieses Haus. Alles aus... Auf Leni. Die ist leider krank, die wollte auch da sein.
Genau, alles aus diesen... Ja, genau. Und drinnen baut sie dann Fliesen. Drinnen wird, draußen hängen Schindeln, drinnen hängen Fliesen. Und das war natürlich nicht das Goldigste vom Ei, Plastik einfach einzuschmelzen in der Bratpfanne. Aber so muss man eben anfangen, so eine Innovation vorzubringen. Und jetzt gibt es nepalesische junge Ingenieure und Architekten, die uns einen Extruder, also eine Maschine bauen wollen, mit dem das viel besser geht, als wir das machen. Und auch ein Schredder, mit dem das Plastik verarbeitet werden kann. Also so ein erstes Projekt zieht auch immer mehr Innovationen an. Genau, hier noch eine schöne Außenfassade. Fenster sind auch schon drin. Genau, und das ist die Simone, heißt sie eigentlich. Vor Ort heißt sie Schimolla, weil man ihren Namen nicht aussprechen kann. Und die baut ein Haus aus Wellerlehm, also Lehmknödel. Das ist wiederum die Erde, die einfach so rumliegt. Das wird mit Stroh armiert. Und dann formt sie aus kleinen Lehmbällen dieses Haus. Also ein ganzes, so ein Käsehaus, so ein Hamsterhaus mit verschiedenen Kuppeldächern. Genau, hier ist, habt ihr auch lila, ja. Mit diesem Dach drauf. Genau. Und hier eine Innenansicht und da ist ein Schlafraum drin. Also die ganze Lodge hat nur zwei Schlafräume. Das ist ein bisschen hochtrabend, wenn wir von Hotel reden. Genau, zwei Schlafräume. Mit jeweils einem Ensuite-Bad, wie dem Plastikbad oder diesem Flaschenhaus. Flaschen haben, also das ist eine Bierflasche, die haben vor Ort so ein mickriges Pfandsystem, dass die zwar irgendwie von den Barbetreibern eingesammelt werden, aber nie abgeholt werden. Und da gibt es gigantische Glaswüsten in dem Dorf, wo die Kinder sich die Füße blutig laufen würden, wenn wir nicht 25.000 Stück sammeln würden und daraus dieses Haus bauen. Das einzige doppelstöckige Haus in der ganzen Lodge. Genau, und da sieht man verschiedene Protagonisten, die da mitbauen. Zum Beispiel der Manu. Genau. Und die Afra, die ist gerade da. Und da hinten dran steckt eine ganze Manufaktur, in der wir entwickelt haben, wie man die Plastikflaschen schneidet, sodass man die Hälse nicht verarbeitet, sondern nur die Böden. Genau, und da werden eben diese 25.000 Flaschen geschnitten. Hier ist irgendwie ein Lila. Ja. Ganz drin. Irgendwo? Ah, jetzt geht's wieder. Genau, das sind Mo und Flora, die haben auch ein Stammflehmhaus sich vorgenommen und die haben kurioserweise schwarze Erde gefunden, das wohl einzige Vorkommnis schwarzer Erde in der ganzen Region. Deswegen kennt die ganze Region dieses Haus als Kalimati-Haus, als Haus schwarzer Erde. Und jetzt wird, und genau, dann haben sie Bodenfliesen noch gebrannt aus dieser Erde. Und jetzt bauen gerade Marco und Hanna ein Dach über dieses Haus. Und das ist die Küche. Die wird auch aus Ziegelarchitektur entstehen. Das sind noch relativ herkömmliche Ziegel. Und dann ist aber das Thema, diesen ganzen Ziegelschutt von insgesamt eben 1 Million Häusern wieder zu verwenden. Und da forschen sie gerade an Bovodias. Das sind so kleine Gewölbe. Und da sind die Formen dafür angelegt, mit lustigen Gesichtern drauf. Da waren sie ganz stolz drauf. Und dann werden da diese Bögen draus gegossen. Und dann entsteht da diese preußische Kappendecke aus Bruch Bovodias. Genau. Und das Eingangshaus, das haben wir noch nicht angefangen, das wird aus alten Fenstergittern hergestellt, weil da, wo man die ganzen Fenster findet, findet man natürlich auch Einbruchsschutzgitter. Die kann man da kiloweise kaufen in Nepal. Genau, und jetzt ist es so, dadurch, dass wir so langfristig in den Orten arbeiten, also wir haben den Doxanern gesagt, wir gehen nicht mehr weg. Wir bauen immer weiter. Die vier Häuser der Schule und die sieben der Lodge sind jetzt schon 11 Häuser, die Leute sich angucken können. Bei dem Plastikhaus war es so, dass der Schuldirektor gesagt hat, da haben wir eben schon die Schule gebaut und der hat gesagt, jetzt reicht's.
jetzt könnt ihr nicht auch noch Plastikmüll ankarren und uns vor die Tür kippen. Und dann 2 Monate später kamen die ersten Besucher, Ingenieure und Architekten aus Nepal, die sich das angucken wollten. Und er stand so da und meinte, ja, ganz genau, so bauen wir hier in Rucksack. Und dieser Überraschungseffekt und natürlich das Pädagogische, was da drin liegt, das treibt uns an. Und jetzt kommt es immer mehr dazu, dass wir lokale Architekten einladen, wie zum Beispiel hier von einer Uni, die dann zu einer Schulung kommen oder zu einem gemeinsamen Arbeiten. Oder das Goethe-Institut haben wir schon eingeladen. Und sorry für diesen Bruch da in den Bildern. Das ist ein Bericht vom Spaces Magazin, das ist Nummer 1 Architekturmagazin in Nepal und da sind wir super stolz drauf. Also wir sind hier schon ab und zu mal in irgendwelchen Magazinen in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, aber dass auch die Nepalesen sich so sehr dafür interessieren, das ist schon ein großer Ritterschlag für uns. Und jetzt ist es so, dass wir ein weiteres Gebäude planen. Also die Lodge ist noch nicht ganz fertig, aber wir sind schon einen Schritt weiter. Und zwar, wie hier im Lockdown, gibt es auch dort keine Schule. Aber es gibt kein richtiges Homeschooling, weil kein Internet und keine Computer. Und da haben wir dem Geldgeber von der Schule angefragt, wäre es nicht möglich, dass wir einen digitalen Klassenraum bauen. Also einen fünften Klassenraum. Und die fanden das toll und wir haben den schnell Future Classroom genannt, weil Digitalisierung alleine bringt vielleicht nicht so viel. Wie sieht eigentlich die Pädagogik dazu aus? Oder ist das Frontalunterricht oder macht man das in Gruppen? Oder ist das nur ein Hotspot, an dem das passiert? Und wer soll das entscheiden und erforschen? Wir Deutschen, die einen ganz anderen Hintergrund haben? Oder nicht lieber nepalesische junge Architekten? Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht, ob es die gibt und wie viele es gibt. Und wir haben herausgefunden, es gibt 13 Architekturschulen. Und dann hat uns eine nette Firma 5.000 Euro geschenkt, damit wir einen großen nationalen, nepalweiten Architekturwettbewerb starten können. Und da haben alle dann mitgemacht, alle Dekane, alle Schulen, alle Architekturuniversitäten, Miss Nepal 2018, ihrerseits auch Architektin, die nepalesische Architektenkammer und tatsächlich haben alle Architekturschulen genügend Einsendungen geschickt, dass wir allen 13 Schulen 3 erste Preise schenken konnten, also insgesamt 39 erste Preise. Da gab es jetzt so eine kleine Hybrid-Veranstaltung bei uns in Kaufbeuren zur Siegerehrung und jetzt am 10. Dezember gibt es die große Award-Ceremony mit kleinen Pokalen in Kathmandu. Und die 39 Studierenden, die wählen sich dann nochmal den jeweils Besten aus. Das sind dann insgesamt 13, also der eine Repräsentant jeder Hochschule und die kommen alle zu uns nach Doksan in unseren Ort und da bauen wir dann zusammen diesen Future Classroom. Und ich kann euch sagen, das ist so unglaublich viel Arbeit, so eine Competition zu starten. Alleine die Website für die Jury, damit du da deine Stimme abgeben kannst und es irgendein Backend gibt, wo das es ausspuckt, sodass du am Schluss weißt, wer gewonnen hat, das hat so viele Nächte gekostet und ein indisch-kanadischer 19-jähriger Nerd hat es für uns gebaut, aber wir haben uns überhaupt eigentlich kaum verstanden und es hat ewig gedauert. Also wir sind der Meinung, dass wir in der Zeit, in der wir diesen Wettbewerb gestartet haben, locker selber 10 Klassenräume hätten planen können. Aber wir haben jetzt natürlich eine große Community an nepalesischen Architekten und die Architekturen, also der Gewinner heißt Erratic Module, unberechenbares Modul, habe ich mir sagen lassen, soll das bedeuten. Und die Architekturen sind so fantastisch, dass es wirklich beschämend ist, wie wir die vielen Jahre gedacht haben, wir mit unserer Exportarchitektur aus Deutschland könnten das in irgendeiner Weise besser als die Leute vor Ort. Und das ist ja wirklich nur die Jugend. Also das ist wirklich irre. Die kommen jetzt auch bald auf unsere Website, da könnt ihr euch die angucken. Also ganz, ganz, ganz fantastische Entwürfe und wir freuen uns riesig darauf. Und wir haben aus dieser Community jetzt die ersten Leute gewonnen, die im nächsten Jahr nach Deutschland kommen und dann bei uns im Allgäu mit uns zusammenarbeiten. Und dann hört endlich dieser Architekturexport in die eine Richtung auf und die Leute kommen zu uns. Und das ist eine Sache, die braucht eben lange Zeit. Die braucht 4-5 Jahre mindestens und die darf noch viel, viel weiter wachsen. Und das schafft Entwicklungszusammenarbeit in herkömmlicher Weise kaum, weil sie eben kurzfristig in Anführungsstrichen gedacht ist. Genau. Damit wir nicht nur in Nepal bauen, sondern und nicht
ein Nepal e.V. werden, haben wir uns vorgenommen, auch nach Afrika zu gehen. Und da haben wir Freunde gefunden, nämlich eine Benediktinerabtei, eine Missionsabtei am Tanganyika-See, ganz, 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 ganz im Hinterland von Tansania, 2 Tagesreisen entfernt von Dar es Salaam, wo man normalerweise aufhört mit der Reise nach Afrika. Dann kommt man vielleicht noch nach Sansibar auf die Partyinsel, aber die wenigstens schaffen es wirklich ins Hinterland. Und der Tanganyika-See ist wunderschön, der tiefste und zweitartenreichste See der Welt, wo wir Deutschen ja schon mit den Briten im Ersten Weltkrieg gekämpft haben. Und da haben die Benediktiner ein Land geschenkt bekommen, nämlich ungefähr das, ja, um soziale Arbeit zu machen. Das haben sie bisher ein bisschen verschlafen. Und weil natürlich die Mission auch ein großes Standbein ist, also die Missionierung. Und dann haben wir gesagt, wir möchten mit euch zusammenarbeiten und ganz langfristig mit euch soziale Arbeit machen. Das Katholische interessiert uns weniger. Wir wollen unbedingt soziale Architektur machen. Und zwar Stück für Stück, nacheinander, ganz lange, damit wir die Möglichkeiten haben, Fehler zu machen, damit wir aus unseren Fehlern lernen können und nicht nach dem erfolgreichen Projekt oder semi-erfolgreichen Projekt nach Hause müssen und woanders anfangen. Und wenn man so einen Plan hat, dann ist es erlaubt, dass man sich erstmal sein eigenes Haus baut. Und dann haben wir uns überlegt, das machen wir dort. Ist ja auch wunderschön an der Küste. Und haben dieses Haus uns entworfen. Weil wenn man sich sein Haus baut in Afrika, in einem sehr, sehr, sehr armen Kontext, also wir sagen immer, da wohnt der 1-Dollar-Afrikaner, etwas politisch inkorrekt, können auch mal 2 sein. Und diesen 1 bis 2 Dollar muss er seine im Durchschnitt 7-köpfige Familie ernähren. Und da kommen wir hin und bauen uns erstmal unser eigenes Haus. Und damit das nicht so dekadent rüberkommt, haben wir das einfachste aller Materialien gewählt, nämlich den Container, den Schiffscontainer. Da kann sich kein Local vorstellen, dass man da ein besonders schönes Raumklima hinbekommt. Der ist eigentlich bekannt, der Container, für sein barackiges Klima. Und den haben wir uns dann ein paar Mal gekauft, die verrotten da so vor sich her und übereinander gestapelt, genau, und dann ein paar Schlafräume reingebaut, sind wir auch noch dabei, und oben ein Büro, und ganz oben, wir haben ja auch ein kleines Modell für euch, ganz oben gibt es einen Wassertank in einem Container, der kann mit einem Fahrradantrieb sich drehen, damit wir beim uns sonnen ganz gleichmäßig braun werden. Genau, und unten drunter in diesem Bereich, da laden wir dann die Community ein, die Brüder und das Dorf, uns zu besuchen. Das sind die weniger privaten Bereiche. Und da wollen wir ins Gespräch kommen, und deswegen machen wir an der Stelle wieder aufwendige Architektur, diese Roomhouse-Architektur. Und da entstehen dann in dem Fall auch 3 verschiedene Räume. Hier ein herkömmlich gemauertes Haus, aber komplett eingepackt in selbstgebrannte Fliesen. Da muss man erst, und Fliesen gibt es vor Ort nicht, die müsstest du dir in 2 Tagesreisen entfernt in Dar es Salaam kaufen. Und wir haben gesagt, hey, der Boden gibt es doch her. Wir müssen nur ein paar Öfen bauen. Wir haben, glaube ich, insgesamt 3 Öfen gebaut, weil es nicht so leicht ist, die Temperaturen und die Verfahren so hinzubekommen. Und dann haben wir wunderschöne Fliesen hinbekommen. Und das ganze Haus wird jetzt Stück für Stück in verschiedenen Fliesen eingepackt. Genau. Das ist die letzte, die uns am besten gefällt. Die ist dann ohne Ofen entstanden in einem Feldbrand, also in einem Glutloch im Boden. Genau. Hier, ja, habt ihr auch rosa drauf. Egal, dann gehe ich eins weiter. Genau. Dann hat die Marlene, die hier vorne sitzt, eine Küche konzipiert, geplant und erforscht und umgesetzt. Und die Küche ist eigentlich nur ein Küchenblock. Also sie besteht eigentlich aus diesem Klotz, der umrahmt wird von anderen Häusern. Und deswegen ist es so eine Inside-Out-Küche. Und dann müssen die Teams wie Marlene erstmal alles vor Ort erforschen und ertesten, bevor sie überhaupt mit dem Bau anfangen können. Wie zum Beispiel hier in Grün einen Prototyp, einen Stampflehmversuch, um überhaupt sich mal an das Material ranzutesten. Was ist überhaupt Lehm? Welcher Boden klebt überhaupt? Was ist vielleicht nur Sand? Und das
haben sie eben hier ausprobiert. In Nepal haben wir auch viele gebaut und im Regen ausgesetzt, damit wir wissen, was beständig ist und was nicht. Und dann wird eine Schalung gebaut. Sorry, ich weiß nicht, warum da so Farbe drauf liegt. Die bei Stampflehmhäusern, diejenigen von euch, die da schon Erfahrung mit haben, die wissen, wie kräftig diese Schalungen gebaut werden müssen, weil da so viel gestampft wird eben drin. Schade, irgendwas ist mit den Bildern. Genau, aber ihr könnt es euch vorstellen, das ist dann das fertige Produkt und darüber gibt es noch diesen praktischen Einbruchsicherungskasten, an dem man seine Küchenutensilien dranhängen kann. Irgendwie alle unterschiedlichen Farben dabei. Komisch, ja. Vielleicht. Da, perfekt. Und das dritte Haus, was da drunter steht, ist diese Speisekammer, von der ich schon erzählt habe. Und bei der Speisekammer finde ich es besonders faszinierend, dass da Leute, junge Architekten, in dem Fall Annalie und Corbinian, für 6 Monate ans Ende der Welt reisen, um eine Speisekammer zu bauen. Also die ist ja nicht mehr unmittelbar den Afrikanern vor Ort dient, sondern uns selbst. Aber der Antrieb, eben sein eigenes Haus zu bauen, ist riesig und setzt große Motivation frei. Und da haben sie sich überlegt, sie bauen in erster Linie eine Betonarchitektur, aber verfeinert mit Reisschalenasche. Und in Afrika gibt es viel weniger Müll als in Tansania, von dem ich ja schon erzählt habe, bis auf eine Ausnahme, nämlich Reisschale. Reisschale kannst du LKW-weise dir umsonst von der Reismühle abholen. Und wenn du Reisschale hat so ähnlich wie Kartoffel Stärke in sich und ist also wie Zement auch irgendwie ein Kleber. Und wenn du der Asche draus machst, auch wieder 2 Öfen dafür gebaut, dann kannst du die mit Zement mischen und einen umweltfreundlicheren, kostengünstigeren Beton herstellen. Das erforschen schon einige Labore auf der Welt, unter anderem auch die TU München. Aber das nutzt natürlich den Leuten in so einem Dorf nichts. Und das haben wir gesagt, wir machen eine Feldstudie. Und da wir keine Laborratten sind, die das steril vor Ort austesten können, haben wir einfach alle Rezepte, die uns in den Kopf gekommen sind, ausprobiert und das Haus so gebaut, dass sich jeder Nutzer selber wiederum seine Lieblingsrezeptur aussuchen kann. Und das Haus ist so gebaut, dass die obersten Layer runterfallen könnten, was sie nicht werden, aber das Haus, das Tragwerk ist sozusagen davon entkoppelt. Genau. Und da ist so ein, da drin stecken auch wieder viele Versuche, wie zum Beispiel hier ein erster Klotz. Genau. Und dann sind wir aber eigentlich da, den Menschen soziale Projekte zu realisieren. Was braucht ihr denn in Kipili, also am dringlichsten? Und da kam die Anfrage, bitte baut uns einen Kindergarten. Das haben sich die Benediktiner gewünscht und die Menschen vor Ort. Und wir hatten viele futuristische Architekturen, so wie diese Architekturen immer anfangen. Und im Endeffekt sind wir zu diesem ganz einfachen Kringel gekommen, in dem einfach 10 Räume verschiedener Nutzung im Kreis stehen und die kriegen ein einheitliches Dach drüber, dass wir uns in diesem Fall auch nicht noch 10 unterschiedliche Dächer ausdenken müssen. Genau. Und dann fragt man, also das war so ein Vorentwurf, und dann fragt man natürlich die Bevölkerung in einem, hier in Deutschland würde man sagen, Beteiligungsverfahren, was braucht ihr denn überhaupt genau? Wie viel Geld habt ihr denn für die Wartung? Wie viele Kinder kommen denn überhaupt? Wer zieht da ein? Was für ein pädagogisches Konzept? Irgendjemand, ein Bruder hat sich Montessori gewünscht, was man vor Ort noch nie gehört hatte. Und wen fragt man da? Und wir haben den Dorfältesten eingeladen und gesagt, kannst du uns vielleicht Rede und Antwort stehen? Und er kam nicht. Und ich habe ja schon erzählt, ich habe selber Erfahrungen in Afrika und ich war trotzdem überrascht, dass der nicht kommt. Er kam dann ein zweites Mal nicht, wo du denkst, ja gut, die Uhren ticken halt anders da in Tansania. Und dann kam er ein drittes Mal aber auch nicht. Was tun? Und dann haben wir gesagt, weil wir ja für immer dort bleiben, in Anführungsstrichen, also ganz, ganz lange, benutzen wir das ganze erste Projekt als Eisbrecher. Wir bauen quasi keine Partizipation in dieses Projekt mit ein, sondern das Ganze soll eigentlich den Menschen nur Mut machen, dass wir dann das zweite und dritte und vierte und fünfte Projekt auf einer anderen Basis bauen können. Und deswegen haben wir einfach mal die Kinder eingeladen.
denen haben wir dieses Modell gezeigt, weil wir nicht wissen, aus welchen Materialien wir das bauen. Haben wir hier so Tamarindenschale und Bambusstängel und so hingestellt, damit sie sich ungefähr vorstellen können, dass es ganz, ganz unterschiedliche Architektur werden können. Und die Kinder, hier ein bisschen grün, die kamen sofort, anders als der Dorfälteste. 400 Kinder sind uns in den Wald gefolgt auf eine Lichtung und haben dann 800 Bilder mit uns gemalt. Und wir haben ihnen versprochen, egal wie schief und krumm und bunt ihr eure Häuser malt, die 10, die uns am interessantesten erscheinen, die bauen wir. 1:1. Und diese Aussicht hat ihnen gut gefallen, da haben sie sich auch noch selber angemalt und uns angemalt. Und diese ganzen Architekturen haben wir dann in einer großen Bilder haben wir dann in einer großen Ausstellung zusammengestellt. Und einem unserer Mitstreiter, dem Nils, mit seinem Team, es waren insgesamt 4 Leute für ein Haus zuständig, einen Gruppenraum in diesem Kindergarten, dem hat am besten gefallen das Haus von Ipiana. Und der hat diesen Kringel, den er gemalt hat, interpretiert als ein Iglu. Und das hat er dann daraus gemacht. Und jetzt hat er sich überlegt, gut, welches Material benutzt er denn dafür? Und hat vor Ort gesucht und hat Naturstein gefunden. Den gibt es dort in den verschiedensten und lustigsten Farben. Weiß, braun, rot, schwarz. Und aus denen würde er das gerne machen, aber am besten ohne Mörtel. Also so ein bisschen nachhaltiger, dass er das auch vielleicht wieder abbauen kann, dass da kein Zement nötig ist. Das ist irgendwie anders funktioniert. Und dann hat er Gabionen entwickelt, also Käfige mit seinen Leuten, die später wieder abgebaut werden können. Und Metall wird unglaublich gut in Afrika wiederverwendet, recycelt. Das kann man zerflexen und wieder zu allem Neuen zusammenschweißen. Und genau, und jetzt könnte quasi dieses Haus aus Gabionen entstehen. Und wie dieses Iglu, ich gehe nochmal kurz zurück, jetzt Gabionen auch in Überkopf beinhaltet, das ist natürlich dann irgendwie ein bisschen komplex und da fängt es an, dass wieder unsere Ingenieure, die in der Organisation sind und auch Externe, die uns unterstützen, dann mit uns überlegen, wie man das hinbekommt. Genau. So viel aus Tansania. Jetzt ist es so, dass wir immer öfter eingeladen werden von Hochschulen, die so lustige Projekte, wie wir scheinbar machen, auch an ihren Schulen anbieten, weil oft sind ja die Entwürfe einfach trocken und theoretisch und für die Schublade. Hier haben uns die Grünhelme eingeladen, mit der Hochschule von Augsburg ein 7 Quadratmeter Haus nach der größten Naturkatastrophe der letzten 30 Jahre in Afrika zu bauen, dem Taifun in Mosambik. Ein Haus, das so klein ist wie möglich, damit, wenn man nach einer Naturkatastrophe jemandem Haus baut und dem anderen nicht, dass da keine Ungerechtigkeit entsteht. Was das Schlimmste ist, was nach so einer Intervention von deutschen Gutmenschen passieren kann. Deswegen so klein wie möglich, am besten ein bisschen zu klein. Und ein 7 Quadratmeter Haus soll beinhalten eine Terrasse, eine Küche, ein Arbeitszimmer, eine Motorradgarage und ein Schlafzimmer. Und das haben wir gemacht und das wird jetzt von den Grünhelmen dort gebaut. Das ist ein Projekt Super Toilet. Das haben wir, da hat uns ein Bruder in Tansania gefragt. Also wenn man Bruder ist in einer tansanischen Abtei, dann ist es auch ein bisschen frustrierend, weil man weiß ja, macht man sein Leben lang. Und deswegen werden die Brüder oft zu so Projektleitern, die kriegen dann Verantwortung von ihrem Abt zugeteilt. Und der Nikolaus, ganz, ganz, ganz süßer, lieber, der hat sich einfach ein großes Stück Land gekauft am Highway im Hinterland von Tansania, die Nord-Süd-Verbindung. Und der hat gesagt, er baut da eine Shopping-Mall. Und ob wir Supertexture die nicht bauen könnten. Und wir haben gesagt, ja, das haben wir noch nie gemacht und steht auch nicht in unserer Satzung, das machen wir nicht. Und er meinte, aber er möchte eigentlich eine Mädchenschule damit finanzieren, die dahinter dann entsteht. Und außerdem wäre uns vielleicht aufgefallen, dass da ganz vereinzelt auch Bauern und Bäuerinnen leben, die gar keinen Absatzmarkt haben für ihre landwirtschaftlichen Produkte, wie zum Beispiel Melonen oder Ananas oder Papaya. Und die könnten ja in der Shopping Mall so einen kleinen Biertisch bekommen und dann könnten sie da den Truckern und den Vorbeikommenden ihr Obst verkaufen. Und da haben wir gesagt, ja, das ist interessant. Also der letzte Teil gefällt uns sehr. Dann brauchst du aber keine Shopping Mall, dann bauen wir dir so einen Las Vegas Cowboy, der die Leute einlädt, dort zu verweilen. Und dann haben wir angefangen zu überlegen und ihm vorgeschlagen, wir bauen dir ein
Klo, eine Toilette. Das ist immer gut an einem Highway. Da stoppen die Leute und dann kaufen sie sich vielleicht auch noch eine Papaya dazu. Und den ganzen Bäuerinnen wäre vor Ort geholfen. Und er fand das so irre, diese Idee. Und hat gesagt, ein Klo ist die Zukunft. Weil das beinhaltet ja auch... Ein Klo beinhaltet ja auch die Themen Hygiene, Awareness, also Bewusstsein für Wasser. Dann könnt ihr da eine Pflanzenkläranlage und eine Regenauffanganlage. Und wie gehen überhaupt Männer und Frauen unterschiedlich aufs Klo? Das könnte sich alles dort abspielen. Und wir waren geflasht von seiner Begeisterung wiederum. Und er hatte vor, mit uns die größte Klo-NGO Afrikas zu gründen. Und das hat uns dann so zum Nachdenken gebracht, dass wir weiter überlegt haben und ihm vorgeschlagen haben, also ihr müsst wissen, Tansania ist halb christlich, halb muslimisch. Und da haben wir ihm gesagt, weißt du, was richtig gut ankommt in der Toilette und viele Trucker zum Stoppen hält? Wenn du da einen muslimischen Waschraum, vielleicht mit Gebetsnische, anbietest. Und da hat uns dieser katholische Bruder angeguckt und meinte, das ist gut. Das funktioniert bestimmt, das findet er so gut, er wird seinem Abt vorschlagen, dass die katholische Abtei diese Moschee bezahlt an diesem Highway. Und wir haben dann durch meine Arbeit mit den Grünhelmen, da ist der Vizevorstand, ist Ayman Maciek, der Sprecher vom Zentralrat der deutschen Muslime. Und den haben wir gefragt, sag mal, wenn die Benediktiner da eine Moschee bezahlen, könntest du dir vorstellen, dass ihr den Benediktinern eine Kapelle bezahlt? Und da hat er gesagt, wenn die das wirklich machen, dann sind wir natürlich dabei. Und so ist diese ganze Las Vegas-Architektur quasi vorfinanziert. Und wir könnten jetzt loslegen, diese erste Kirchenmoschee-Autobahntoilette der Welt dorthin zu stellen, damit die Bäuerinnen da ihre Papayas gut verkaufen können. Genau. Dann kam aber Corona. Wir konnten das Ganze nicht machen. Das steht immer noch im Regal. Und wir haben das Corona Design Lab gegründet. Mit Studierenden in Regensburg wollten wir das irgendwie ermöglichen. Und dann haben wir ausnahmsweise mal was, weil wir zum ersten Mal eine Krise in Deutschland hatten, die verschiedene Corona-Architektur gemacht. Da haben wir auch ein Buch euch mitgebracht. Wir haben nämlich den Corona Design Atlas rausgebracht. Und die größte Corona Design Ausstellung der Welt veranstaltet, alles im ersten Lockdown-Monat. Und die Uni Innsbruck, die hat uns gefragt, auch gefragt nach einem Projekt, und die hat einen 3D-Hausdrucker in ihrem Labor stehen, und die haben so ein Experimentierlabor, und die haben gesagt, wie können wir denn niederschwellig den Studierenden sowas beibringen, und haben vorgeschlagen, dass wir kleine 3D-Drucker mit nach Afrika nehmen und dort aus Plastik Häuser drucken, Stück für Stück in kleinen Bauteilen. Eine absolute wahnsinnige Idee, weil das natürlich technologisch extrem weit auseinander geht. Im Endeffekt sind wahnsinnig spannende Ideen entstanden, wie zum Beispiel Wasserauffangbauteile für Häuser oder Wellblechabdichtungen, die moskitodicht sind auf einmal und aber trotzdem noch die Ventilierung von den Häusern ermöglichen und Malaria eindämmen, also verrückt, genau. Und dann haben wir alle bayerischen Architekturschulen gefragt, weil wir sind in Bayern Weltmeister, Weltrekordhalter in Architekturschulen. Es gibt, glaube ich, kein Bundesland der Welt, was so viele Architekturschulen hat wie wir, nämlich 10. Also wir haben Biberach dazu gezählt, einfach damit wir auf die runde Zahl 10 kommen. Und wir haben uns gefragt, dieses soziale, ökologische Engagement junger Architekten, ist das vereinzelt in irgendjemand drin oder wollen das alle? Und tatsächlich haben wir alle 10 Architekturschulen dazu gebracht oder Leute in diesen Architekturschulen, junge Leute, mit uns nach Tansania zu kommen. Darunter auch die Kunstakademie, Akademie der Künste, die unglaubliche 12 Architekturstudenten hat. Im Gegensatz zu der TU, ich glaube, die haben 1500. Ja, also verrückt. Von überall sind auf jeden Fall die Leute mitgekommen, hier nach Tansania. Ja, das war's aus dem Ausland. Was bringt uns das alles in Deutschland? Für mich sind die tollen Architekten, die im globalen Süden arbeiten und den Spagat schaffen in die Heimat, besonders spannend.
Ich kenne Leute, die bringen eine bestimmte Technologie nach Deutschland zurück oder bestimmte Materialien, wie zum Beispiel dieses Lehmthema. Und was wir immer weiter in unsere Allgäuer Region zurückspielen, ist der Gedanke der Gemeinschaft und der Solidarität und des gemeinsamen Machens. Und wir haben in der Stadt gefragt, ob man uns nicht ein Haus zur Verfügung stellen kann, damit wir ein Hauptquartier hätten. Und da hat man, ähnlich wie der Schuldirektor in Nepal, mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, naja, bestimmt wird euch niemand ein Haus geben, ja, und wir, die Stadt sowieso nicht. Und dann haben wir einen Aufruf gemacht und es haben sich unfassbar viele Leute gemeldet, die uns ihre Immobilie auch zu kostenlos und ohne Miete und mit Strom und Heizung zur Verfügung gestellt haben. Wir haben uns dann aber für eine Bruchbude entschieden, die sehr zentral in der Altstadt liegt. Also wenn ihr im schönen Kaufbeuren seid, dann kommt bitte vorbei in dem ehemaligen Bastelgeschäft Hobby Lil, heißt heute Lilly und ist das Hauptquartier von Supertector. Ist ein Millionenprojekt, weil einsturzgefährdet, Umnutzung, also neuer Brandschutz und Einzeldenkmal. Aber irgendwie kriegen wir das hin mit verschiedenen Interventionen. Wir haben den Brandschutz von 300.000 Euro auf 5.000 Euro runter reduziert, was man so nett fand, dass man die uns auch gleich gespendet hat, die 5.000 Euro. Und so geht es Stück für Stück mit Kleinen. Ein lokaler Maurer hat mit uns die Mauer repariert, sodass wir dass es nicht mehr einsturzgefährdet ist und so weiter. Also es geht Stück für Stück voran. Und diese Geschichte finden die Franziskanerinnen vor Ort, die Crescentia-Schwestern, so nett. Die nennen uns sogar schon die wahren Franziskaner Kaufbeurens, dass sie uns ihr Haus auch noch zur Verfügung gestellt haben, oder eins ihrer Häuser, nämlich das ist die Zensi, haben wir nach ihnen benannt. Und das ist das Wohnhaus. Das heißt, die jungen Architekten, wie zum Beispiel der Julian, die ihren gut bezahlten Architekturjob quittieren, um umsonst bei Supertexture zu arbeiten, wohnen können. Denn alles, was ich euch bisher gezeigt habe, und dass wir heute hier stehen und auch in Kaufbeuren arbeiten, passiert alles aus 100% Ehrenamt. Noch nie hat jemand von Supertexture einen einzigen Cent Gehalt bekommen. Also wir sind ebenso ehrenamtlich, dass wir ganz, ganz viel Unterstützung bekommen. Ich selber bin heute nur ein Thema zur Solidarität und Unterstützung. Ich bin nur hier, weil der Omar für uns Werbung gemacht hat. Wir haben in Melle bei Solarlux vor ein paar Wochen einen tollen Preis entgegennehmen dürfen. Und Omar und seine Leute waren irgendwie begeistert von uns, obwohl wir nur eine Minute auf dieser Hybridveranstaltung auf der Bühne standen. Und ich hatte zudem, also dann hat der Omar vorgeschlagen, dem Michael vorgeschlagen, hey, die müsst ihr hierher holen. Und ich hatte einen ganz schlechten Tag, weil mir war das eigentlich total peinlich, weil ich hatte ein riesen Loch im Schuh. Ja? Und wir sind arme Kirchenmäuse. Und da sagte der Julian, sag mal, ist dir aufgefallen, Till, dass die von Solarlux alle rote Chucks tragen? Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und Solarlux hat gleich es klar gemacht und rote Chucks nach Kaufbeuren geschickt. Und deswegen vielen Dank auch dafür. Also die Solidarität ist einfach gigantisch und deswegen zurück zum Titel Architektur zu verschenken. Natürlich fragt ihr euch vielleicht, warum muss das ehrenamtlich und unbezahlt passieren? Aber das ist auch eine Strategie, weil ganz viele Leute super dankbar sind, dass es Leute gibt, die das machen. Und sie wissen, die Leute, die uns unterstützen, wissen, da bleibt eben jeder Cent in dem Projekt. Das ist übrigens eine Innenansicht von der Zensi. Und wenn man da drin lebt, dann muss man sich ja auch irgendwie versorgen. Und wir haben eben kein Geld dafür, weil wir alles nach Nepal und Tansania bringen. Und dann gibt es Unternehmen wie zum Beispiel Ete Petete, ein Münchner Unternehmen, die vielleicht einigen von euch Bio-Obst und Gemüse nach Hause schicken. Die haben ihr Werk zufälligerweise in Kaufbeuren. Und wenn sie die ganze Woche lang 20.000 Kisten gepackt haben und zu euch nach Hause schicken oder wo auch immer hin, im ganz deutschsprachigen Raum, dann darf die Tafel sich die Reste abholen und wir. Und wir können so viel Obst und Gemüse, Bio-Obst und Gemüse mitnehmen, wie wir wollen. Und mittlerweile kriegen wir auch Brot vom lokalen Bäcker. Wir kriegen
Kaffee, wir kriegen Wasser, wir kriegen Schorlen, Säfte und Bier natürlich. Das ist ein Grundnahrungsmittel. Kriegen wir alles geschenkt und die Leute freuen sich, dass sie uns das überlassen können. Und vor 3 Wochen haben wir auch noch Zuwachs bekommen, nämlich diesen VW-Bus. Den hat man uns auch geschenkt, die Wendy, und jetzt sind wir auch mobil. Genau. Das war's. Ich hoffe, ich war innerhalb der... ja, ich weiß, es war ein bisschen länger. Sorry dafür. Genau. Wer mitmachen will, wer uns unterstützen will oder wer mitkommen will in die Projekte, ihr seid alle ganz herzlich eingeladen, euch bei uns zu melden. Und wir freuen uns, von euch zu hören. Und diejenigen Einrichter und Designer unter euch, die sich vorstellen können, auch eine Mini-Designer-Werkschau im Kaufbeuren, im Allgäu zu eröffnen. Wir hätten Räumlichkeiten und Bedarf für tolles Design. Vielleicht kommen wir da irgendwie noch ins Gespräch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke.